Wenn Sie die Rolle des Anführers in einem Rennen haben, ermöglicht dies einem Wasserträger, sich für Sie einen Moment lang selbst zu übertreffen. Treffen Sie Ihre Gegner, indem Sie sich ihrer Aufmerksamkeit vorübergehend entziehen. Das wäre vielleicht auch nie ganz verkehrt. Macht euch ruhig lustig. Na, was könnte ich denn jetzt hier nehmen? Dank der Rennergebnisse können Sie schneller mehr über die Fahrer erfahren. Wäre vielleicht teilweise auch nicht ganz verkehrt. Steigern Sie Ihren Einfluss im Team, indem Sie mehr Punkte für Änderungen an Ihrem Rennkalender und Wünsche. Ist egal. Formhöhepunkt ist so egal. Willenskraft ein paar Mal in der Saison ist so egal. Ich werde es euch schon noch zeigen. Ach komm, wir nehmen nochmal die mehr XP mit und gut ist. So, das war jetzt das. Jetzt kommen wir. Nee, das war nicht das. Wo waren wir denn jetzt? Wir waren hier, Taiwan, ne? Ja. Jetzt haben wir hier Tochigi. Ich glaube, da können wir nicht viel gut machen, nicht viel schlecht machen. Die drei Etappen, die ziehen wir mal relativ fix durch. Oh. Ich bin schon einer der Besten bei uns im Team. Ja, nice. Aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier auf die Bergwertung zu gehen. Also hier hat man super leichte Berge drinne. Hier hätten wir einen guten Berg. Wahrscheinlich dann. Nee, hier gibt es keine. Und die dritte Etappe wäre dann hier. Jetzt mehr 531 macht halt auch wenig Sinn. Ich guck mir mal an, was das Team jetzt sagt. Ist halt vorm Höhepunkt, das ist halt die Scheiße. Aber ich kann doch hier in so einem Rennen bietet sich keine Möglichkeit, irgendwas großartig zu reißen. Mal sehen, was die sagen. Wenn die sagen, wir gehen auf die Bergwertung, okay. Aber. Aber hier die Gegner irgendwie kaputt spielen auf drei kurze Etappen. Entscheidungsfreiheit. Führender Außenseiter Suzuki. Ich würde mal versuchen, in die Spitzengruppe reinzukommen. Die ersten Ausreißer, dass wir da mal ein paar Punkte in der Bergwertung erstmal holen. Mal gucken, ob die mich weglassen. Natürlich macht hier keiner Anstalten auszureißen, oder? Die habe ich auch alle keinen Einfluss. Ich wette, wenn ich mich jetzt zurückfallen lasse, dann geht's wieder los. Oh boy. Aber das Feld ist komplett hinten an mir dran. Macht keinen Sinn. Ach Leute.
Ehrlich gesagt, ich weiß ja gerade gar nicht, was ich hier großartig reißen soll. Ja, auch nicht so, dass okay, die aus meinem Team, die haben Probleme. Die machen sich schon alle teilweise hart kaputt. Aber so anstrengend wirkt die Etappe gar nicht auf mich. Bei solchen Rundfahrten würde ich mir dann halt wünschen, dass das simulierte Rennen vielleicht doch ein bisschen mehr XP bringen. Das ist halt scheiße, das ist. Weil, das ist jetzt gerade echt. Naja. Fahren wir halt mit. Okay. Scheiße, zu spät gesehen. Naja, ein paar Bergpunkte haben wir jetzt. Mal gucken. Es war ja dann in der zweiten Etappe, war es ja ein richtig guter Anstieg dabei. Ich glaube, sowas gibt es sogar. Da gibt es direkt so eine Art Stromtrenner oder so. Oder dann am Rechner. Ein Ort, wo du dran fährst, das habe ich mal gesehen. Aber sowas will ich mir garantiert nicht holen, weil ich bin in meinem Leben genug Rennen, sage ich schon, Rad gefahren. Das haben dann die Knie auch irgendwann nicht mehr so witzig gefunden. Das war ja damals zu meiner Zeit als Bäcker und so. Da bin ich dann. Eine einfache Strecke waren so knappe 15 Kilometer, würde ich sagen. Die bin ich dann immer auf Arbeit gefahren früh. Dann habe ich dort als Bäcker gerackt so. Und dann die gleiche Strecke wieder heimgefahren. Dann wusstest du aber, was du gemacht hast. Das würde mich hier auch teilweise so interessieren, wie du das dann merkst, wenn die, gerade wie in der Tour de France, wenn die dort, was weiß ich, für Berge hochdächen, wenn dort die Luft dünne wird, wie du das merkst. Das muss doch übelst krass sein. Oh, wir kommen gleich zum Ziel. Na, dann würde ich eventuell mich mal auf den Zielsprint vorbereiten, wenn wir schon mal so gut vorne drin sind. Es hat sich hier schon einiges getan. Okay. So. Wir haben ja ein relativ hohes Tempo. Da können wir Energieriegel fressen und dann können wir mal bei Zeiten pushen. Na komm. 2,8, das ist zu zeitig. Oh, die ziehen alle an jetzt hier. 1,5 Kilometer. Komm. Naja. Hauptfeld. Und das hat sich ja. Oh.
Das hat sich ja ganz schön zerdröselt jetzt noch. Da muss ich echt mal gucken, wie viel jetzt hier noch innerhalb einer Gruppe sind, zeittechnisch. Nee, die sind alle selbe Zeit hier. Alle selbe Zeit. Hier kommen erst welche ab dem 104. Hm, ja, vorher ist nichts. Ich bin kein Sprinter. Ich bin Climber. Und bei einer Bergwertung, obwohl ich es verpennt habe, bin ich Zweiter geworden. Wenn ich die Bergwertung jetzt gewinnen sollte, dann bin ich da auch schon wieder ganz gut aufgestellt. Ja, Bergwertung Vierter. Die muss ich gewinnen. Dann sieht schon wieder alles gut aus. Hier hinten gab es keine Bergwertung. Nee. Hier ist halt das Problem, dass das mittendrin ist. Das heißt, ich muss irgendwie in die Ausreißergruppe rein. Und das werden sie mich nicht lachen. Oder ich mache es halt nicht am Anfang in die Ausreißergruppe, sondern hier. Wir haben ja zwei Anstiege drin. Wenn wir darüber gehen. Arbeit ist den Kapitän zu. Naja, gut, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Mit mindestens einem Wasserträger in der Gruppe 15 Kilometer lang an der Spitze der Gruppe bleiben. Wasserträger ist bloß Suzuki. Na gut, dann gehen wir halt mal Führungsarbeit leisten, wenn die das so wollen. Damit kann ich mein Bergtrikot auch begraben. Mal schauen, wie viel Energie mich das kostet, hier die 15 Kilometer runterzureißen. Ah. Vielleicht können wir dann doch was, weil momentan traut sich ja keiner hier auszureißen. Oh, 50% haben wir schon. Ja, nice. Was ist mit dir los? Nimmst du mich mit? Finde ich sehr nett. Schauen, ob wir uns ein bisschen absetzen können. Flat tire. It always happens at the wrong moment. 23, 25 Sekunden, so wirklich lassen die uns nicht weg. Dass die Mopeds mitfahren. Die können mich mal ein bisschen ziehen hier. Die bleiben dran, die Jungs. Dann versuchen wir mal auf 80 hochzugehen. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Aber es bringt ein bisschen Bewegung ins Hauptfeld. Da tut sich gerade eine... Wegen Chaos ist im Hauptfeld hinten. Dadurch, dass ich weg bin.